Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Guckt euch bitte diese wunderschöne Gelaba an, die für mich gemacht worden ist. Sie ist so wunderschön, passt perfekt zu dem Lippenstift. Ja, heute ist Folklore, deswegen sehe ich so aus. Also eher gesagt, ist einfach nur ein marokkanisches Buffet. Und später ist noch eine Zaubershow. Aber bitte, wie schön sieht das aus? Und ich finde, die Schuhe passen auch perfekt dazu. Ich finde das so schön. Diese Farben auch einfach. Ich liebe diese Gewände. Ja, also ich wollte euch ganz kurz mitteilen, mein letzter Vlog, den ich hochgeladen habe, eure Kommentare dazu waren echt mega positiv. Also, aber es haben viele Leute geschrieben, dass sie meine Haare so gut finden, da kommt übrigens voll der Ansatz schon, aber meine Augenbrauen zu dunkel finden. Ich finde das mega geil, wenn die Augenbrauen so krass sind, also so, dass die voll auffallen, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen macht es nichts aus, dass sie ein bisschen dunkler sind, finde ich. Ich habe ja keine schwarzen Augenbrauen. Ich mag meine Augenbrauen echt so voll gerne. Ja, färbe die jede 2 Wochen. Ich habe da meine eigenen Mittel für 5 Euro oder so, habe ich das mal auf Amazon bestellt. Und ja, die Augenbrauenfarbe ist Hammer und so günstig einfach zum selber machen zu Hause. Ja, und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Gelaba findet. Ich bin so begeistert von der, ich finde die so schön. Ich habe die heute zum ersten Mal. Wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt schon Dienstag. Dienstag heißt, das ist mein freier Tag. Und ja, wir wollten uns heute als erstes einen gemütlichen Tag am Pool machen. Sind extra um 9 Uhr aufgestanden, da waren wir frühstücken. Danach sind wir wieder eingepennt, weil wir so müde waren. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, heute eigentlich Pool Day, jetzt doch nicht. Wir haben nämlich vor, es hat nämlich ein Decathlon in Agadir aufgemacht, in der Nähe des Flughafens, so wie ich jetzt mitbekommen habe, keine Ahnung. Und da wollen wir hinfahren, weil Decathlon in Agadir ist schon Hammer. Also, genau. Deswegen fahren wir jetzt in den Decathlon. Ich werde euch mal mitnehmen. Ich will mal ein bisschen vergleichen. Ich weiß ja, wie die Decathlons in Deutschland zum Beispiel aussehen. Und deswegen, ich freue mich richtig. Deswegen nehme ich euch jetzt mal mit und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist wirklich, wirklich warm. Ich würde mich auch so gerne an den Pool legen. Aber der Decathlon wartet auf uns. Oh Gott, ey. Und heute Abend, jetzt hat es mich hier richtig erwischt. Heute Abend will ich meine Augenbrauen mit euch färben. Hoffentlich klappt es, dass ich das wirklich tue und nicht wieder zu faul bin. Also, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder vor dem Decathlon oder in dem Decathlon. So, ich habe mich jetzt nochmal ein klein bisschen geschminkt, damit ich also aussehe wie ein Gammler in jedem Video. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Das soll anscheinend 20 Minuten knapp von hier mit dem Taxi weg sein, also doch ein ganzes Stück. Ja. Wir sind jetzt da. Die kosten ja auch nur 3 Euro. Und auf dem Zug gibt es ja einfach gefälscht für 6 Euro. Lustig. Das ist ja mal mega das geile Fahrrad. Hammer. 260 Euro. Ja, das ist mega geil. Wir haben überlegt, dass wir halt jetzt so ein bisschen schauen und dann irgendwann wiederkommen, nächste Woche oder in 2 Wochen, und dann die Sachen kaufen, die wir wollen. Und ich habe jetzt hier schon mal so eine Trinkflasche gefunden. Weil ich will mir auch so Eiweißzeug kaufen, und dann habe ich gedacht, die Trinkflasche wäre richtig geil dafür. Kostet 3 Euro, mega gut. Und ich freue mich schon, wenn wir gleich bei den Proteinsachen und so sind. At the desert, at the desert.
auch mega die schönen Sport-BHs. Voll cool. Endlich haben die hier mal sowas in Agadir. So Leute, jetzt kommen wir zu meiner Abteilung. Hier gibt's Karate-Sachen. Ihr wisst ja, ich mache seit 13 Jahren jetzt schon... 13 Jahre, nein, seitdem ich 13 bin. Seit, also 8 Jahren, sehr gut, mache ich schon Karate. Oh, wie cool. So, hier gibt's nicht so arg viel Proteinzeug. Das ist das Einzige, was sie hier haben. Wir nehmen uns jetzt mal hier so ein Testding mit in Vanille. Und wenn es dann gut schmeckt, dann nehmen wir uns beim nächsten Mal die große Portion mit. Guck mal Leute, ich habe einen Ganzkörper-Gummistiefel gefunden. Das ist einfach aus dem Stoff von einem Gummistiefel, der komplette Anzug. Geil. Nicht normal, jetzt muss ich das selbst machen. Entschuldigung, ich glaube, hier ist irgendein Fehler. So, guck mal. Wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde auf das Taxi gewartet. Oder? Ja. Es kam einfach kein Taxi und es war nirgends eins. Deswegen, ja. Und jetzt fahren wir noch in Marjan. Gucken wir, was wir heute Abend wieder kochen. Und yes. So Leute, ich dachte, jetzt ist ein perfektes Timing, euch mal kurz mitzunehmen. Und zwar ist heute I Have a Dream. Und wir machen gleich ein Standbild vom Restaurant. Das heißt, wir stehen da und haben so ein Mikrofon in der Hand und stehen einfach die ganze Zeit so still da. Ich muss mir jetzt gleich so ein Mamma Mia-Kostüm anziehen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist sehr seltsam, das Kostüm. Schuhe? Nee, also noch von der Mama. Aber die Mädels so. Die ist bestimmt bestimmt, oder? Leute, ich hoffe, ihr hattet vorhin ein bisschen. Ich hoffe, ihr konntet vorhin ein bisschen was erkennen. Ich wusste nämlich schnell machen, wir waren nämlich ein bisschen zu spät. Und deswegen, ja. Und jetzt gehe ich noch mal kurz hoch ins Restaurant. Und dann. Und dann nochmal aufs Zimmer und später dann zur Show. Und Leute, guckt mal, ich habe meine Haare heute wieder mit Silbershampoo gewaschen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber ich mag die so voll gerne, also in dem Farbton. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich kann euch mal mein Silbershampoo auch unten einblenden, wenn ihr Lust habt. Genau, dann gehe ich jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Das sieht gerade saugeil aus. Wartet. Das ist die Bühne von heute Abend. So sieht die aus. Ja, ist voll geil mit dem Winkel gerade. Und das ist das Theater übrigens so nebenbei. Sieht mega cool aus. Krass. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es schüttet aus Strömen. Wartet mal. Ja, sieht man jetzt wahrscheinlich eh nicht auf dem Video. Ja. Geil für die Gäste, ne? Zum Glück haben wir hier so eine Regenjacke. Wenn Marokko regnet, dann bestimmt eine Woche lang, mindestens. So Leute, ich sitze mal wieder in meinem Bett mit meinem Weihnachtspullover und einem Apfel, wow. Ich wollte den Vlog hiermit jetzt beenden und würde sagen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, euch hat das mal wieder Spaß gemacht. Abonniert mich doch gerne kostenlos hier unten. Hier unten auf dem Abonnieren-Button. Es würde mich so super duper freuen. Und lasst mir noch einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Vlogs von mir wollt. Und ja, dann sage ich mal, bis zu meinem nächsten Video. Und irgendwie beende ich mein Video immer genau so. Okay, bis zu meinem nächsten Video. Tschüssi! With my pretty little Galway girl.